Hey, euer Docs am Start mit einer neuen Folge und ich habe heute einen Allrounder. Das ist ein Notebook, mit welchem man recht günstig einsteigen kann. Das soll sowohl fürs Gaming richtig gut sein, soll aber auch fürs Arbeiten, aber auch für die Schulen, fürs Studium echt gelungen sein. Zudem kann man das Ganze auch noch mit einem Stift steuern. An dieser Stelle geht ein Dank an Lenovo. Die haben mir das Yoga 730 für die heutige Folge zur Verfügung gestellt. Wichtig auch hier, hatten die komplettes Verbot, sich in die Folge mit einzumischen, bedeutet meine freie Meinung und natürlich der alte Stock. Für meine Patienten gibt es exklusiv 10%, für die, die jetzt momentan eher auf der Suche sind, was für die Arbeit benötigen, was für die Schule benötigen oder einfach mal was zum Spielen oder für alles da rein. Wie gesagt, 10%. Wie immer. In der Beschreibung der Link und natürlich der Rabattcode für euch. Verpackung schaut schon sexy aus. Als ob ich gleich so Damenunterwäsche auspacke. Das ist mal richtig schön. Oh, schaut mal her. Allein der Karton und das Rote. Aber hey Doc, wo unterscheiden sich denn diese? Was haben wir denn hier heute auf dem Tisch und welche kann man denn kaufen? Das Yoga 730 gibt es einmal sowohl in der 13-Zoll-Variante als auch in der 15-Zoll-Variante. Der kleinste Preis sind 979 Euro. Man kann aber auch 1789 Euro für das Maximum ausgeben. Im Großen und Ganzen unterscheiden die sich zum Beispiel in der CPU. Bedeutet, wir haben entweder einen Prozessor i5 oder einen i7 der 8. Generation. Das Display unterscheidet sich auch. Wir haben entweder ein Full-HD-Display oder ein UHD-Display. Dann gibt es auch noch Unterschiede in der Grafikkarte. Entweder so eine HD-Grafik 620 oder eine NVIDIA GeForce GTX 1050 mit 4 GB. Dann unterscheidet sich noch einmal die Festplatte. 256 GB, 512 GB oder 1 TB. Beim Arbeitsspeicher gibt es einen Unterschied zwischen 8 GB und 16 GB DDR4. Dann gibt es noch einen Akkuunterschied, einen Lipolymer. Entweder 3-Zell oder 4-Zell. Und dann natürlich eine Standardausrüstung. Bluetooth 4.1 oder WLAN. Der einen SIM-Slot-Card-Stecker sucht. WLAN-Platz gibt es hier nicht. Also wie bei einem Tablet ist das hier nicht verbaut. Denn wir haben hier wirklich Notebook. Und natürlich gibt es auch Notebooks, die sowas haben. Das hier hat es aber nicht. Hier haben wir die Version, die i7er. 16 GB, SSD 500, 12 GB, 15,6 Zoll UHD und in 3 Zoll und natürlich Windows 10 Home ist da schon vorinstalliert. Zwei Punkte, die mir so direkt auffallen, das könnte der Akku sein. Da soll es ja bis zu 11 Stunden halten, aber wir wissen alle, wenn wir arbeiten, Videos schneiden oder spielen, dann sind wir da bei einem ein Drittel an der Akkuleistung und der Speicherplatz von 500 Gigabyte ist dann immer so auch noch eine Frage, was machst du alles damit? Man kann die Probleme lösen, man hat entweder eine Steckdose gleich um die Ecke oder zusätzlich noch eine externe Festplatte und dann kann man damit gut arbeiten. Da ist es noch versteckt. Lassen wir mal. Was haben wir da drin? Tor Nummer 1. Was ist denn das? Hallo? Hi? Was ist denn da drin? Netzteil. Und? Stromkabel. Und? Gebrauchsanleitung. Und das war's. Auf der anderen Seite. Hallo, du bist so leicht. Was bist du denn? Was ist das? Eine Batterie, eine Halterung für einen Stift. Hey, da ist schon ein Stift dabei, liebe Freunde. Da ist ja schon doch ein Stift dabei. Wurde mir aber als Zubehör empfohlen, liebe Freunde. Active Pen 2 ist da schon mit dabei. Jetzt wisst ihr es, ihr müsst nicht den gleichen Fehler machen. Das ist ja spitze. Dann brauchen wir diesen nicht. Dann können wir diesen ja wieder zurückgeben.
oder als Ersatz da lassen. Genial. Stabile Größe. Da. Yoga. Schaut schick aus. Thunderbolt. HDMI-Ausgang. Super Speed USB. Powerknopf. Belüftung. Strom. Plus Super Speed USB. Plus gleichzeitiges Laden. Kopfhörer. Belüftung. Okay. Fast randlos. Ja, zumindest links und rechts. Fingersensor. Oh, das ist. Oh. Das ist ja glatt. Tastatur. So, und jetzt gehen wir in den Test. Das Yoga hat 3 intensive Tests durchlaufen. Der Gaming-Test ist überraschend schleppend ausgefallen. Dass wir nicht alles auf Ultra und Episch spielen können, ist klar. Da ziehen die Komponenten einfach nicht mit und ruckzuck sind die 100% der Auslastung erreicht. Aus einem unerklärlichen Grund war aber auch die kleinste Einstellung mit Lags versehen. Nach einigen Tests ist mir aufgefallen, dass das integrierte WLAN einfach irgendwie zu schnell an seine Grenzen kommt. Nachdem ich aber meinen Ethernet-LAN-Netzwerkadapter angeschlossen habe, war der Lag auf einmal weg. Die Grenze, an der ihr euch gaming-technisch orientieren könnt, ist zum Beispiel Fortnite in der UHD-Auflösung und stabilen Werten bei ca. 30 FPS schwankend. Das waren die mittleren Einstellungen. Meiner Meinung nach ist das Notebook nicht für extremes Zocken ausgelegt. Wer aber ab und zu mal spielen möchte und nicht unbedingt die höchste Grafikeinstellung sich wünscht, kann diesen gerne nutzen. Aber rein für Videogames würde ich die 1700 Euro sinnvoller in einen selbstgebauten Rechner investieren. Meiner Meinung nach ist das Gerät eine Arbeitsmaschine und so habe ich mich an den 4K-Videoschnitt gewagt. Und die Videovorschau war in voller 4K leider nicht flüssig. Stelle ich die Einstellungen auf ein Achtel an Ausgabe, läuft die Videovorschau zwar flüssig und ein bisschen verpixelt, aber fürs Arbeiten reizt gerade noch so. Das Schneiden funktioniert aber. Und naja, der 4K-Export beansprucht aber ein bisschen Zeit. Meiner Meinung nach lassen sich Full-HD-Aufnahmen einfacher schneiden und eher dafür ist das Ganze gedacht. Zu allerletzt der Büro-, Schul- und Studiumgebrauch. Der Stift, das Touchpad, die Möglichkeiten des Hinstellen, des Hinlegens und so weiter ist genial. Die Tastatur und das Touchpad fühlen sich sehr angenehm an und erleichtern auf jeden Fall das lange Arbeiten. Texte schreiben, recherchieren, zusammenfassen, lesen und das Ganze auf einem UHD-Touch-Display. Es ist sehr angenehm. Möchtet ihr Präsentationen zeigen, Aufgaben erledigen, reicht der 15 Zoll Touch-Display auf jeden Fall und ist perfekt dafür geeignet und glänzt hier wirklich in diesen Bereichen. 2 Punkte, die mir noch aufgefallen sind. Die Lüftung ist hörbar, liegt aber noch an der Grenze. Und unter Volllast wird der obere Bereich sehr warm, da leider die Belüftung sich auf der unteren Seite befindet. Und diese zum Beispiel, wenn man auf dem Sofa liegt oder das Ganze einfach nur umklappt, automatisch einfach etwas weniger Luft zum Atmen bekommt. Meiner Meinung nach eignet sich das Notebook definitiv für Schüler, Studenten und Menschen, die im Außendienst oder im Büro sich befinden, die eventuell ab und zu mal was spielen möchten und gerne ihr HD-Material von der Drohne oder von der Actionkamera, die sie einfach aufgenommen haben, einfach nachbearbeiten möchten. Wie ist eure Meinung? Wofür würdet ihr das Yoga Notebook nutzen? Lasst ein Like da und ich bin dann mal weiter. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Euer Doc.